Denk mal, letzte halbe Stunde, wa? Also 5 Folgen wieder voll. Ja. Wenn wir das heute noch hinkriegen. So, ein Stack nehmen wir jetzt mit. Also, du arbeitest hier, ja? Sehr schön, du arbeitest. Sehr gut. Okay, während du arbeitest. Gut, die Züge müssen mal gebrannt werden. Steht Mademoiselle wieder. Ja, Mademoiselle, das ist am Arbeiten. Was hast du denn? Ja, weil du wärst hier, Mademoiselle, wieder. Ich arbeite, bin doch mal. Du kommst jetzt mal mit mir mit und sagst, was ich jetzt mal machen, da an dekorieren soll. Ich vertraue dir, du machst das schon. Ja, dann. Bitte. So, machen wir mal hier. Gemälde kann man hier noch irgendwo hinpacken, hier. Na klar. Ein Teppich kann man da auch noch hinpacken. Oh, hier müssen wir Fenster rein, sehe ich gerade. Eieieiei, das machen wir als erstes mal. Fenster rein. Eine Etage höher. Einmal um die Ecke, da lang. So bin wir da. Das ist doch schön. So, das haben wir es auch. Halt, nee, da geht's runter. Hier geht's runter. Guck mal, was ich hier an die Wand gemacht habe. Oh, schön. Du machst das schön, Schwuki. Habe ich überhaupt Erde dabei? Jawohl, habe ich. Ich bin für heute erstmal raus. Ciao, okay, ciao. Mach's gut, ciao, tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir wieder alleine. Aber wir sind groß. Wir kriegen das hin. Ne, Schugi? Ja, auf jeden Fall. Weiß nicht. Käse, warum nicht? Oh, toll, den setzt ihr natürlich genau verkehrt rum da drauf. Mann. Also ein bisschen höher bauen. So ein Erdgerüst ist ja ganz praktisch. Ja, das stimmt allerdings. Ich sollte auch dann, wenn ich das mache, auch hier richtig dran setzen. Unser Esszimmer, das wird richtig rustikal hier. Na klar. So, hier vorne ist schon mal alles fertig. Ach, einen Zaun muss ich dann noch da dran bauen. Stimmt, einen Zaun. Und da muss ich auch noch mal so ein bisschen. Ja. Das kriegen wir aber hin. Dann bauen wir erstmal hinten auf hier hinten die Sache fertig, glaube ich. Hier kommt noch ein Weg noch mal lang. Wie sich das gehört. Ach, hier sind wir auch noch nicht komplett drüber. Oh, ist das doof. Okay. Ah, gut, dann. Was soll denn da aus der Ecke werden, wo da dieses Bett steht? Der Ecke, wo das Bett steht. Welche Ecke? Da, wo das Notbett stehen hat. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt da so ein Weinlager rein. Muss ich nur einen Fußboden reinsetzen. Die Ja, Wände schön auskleiden. genau, mache ich daraus mein Weinlager. So, ein Stack haben wir wieder. Da kriegen wir 16 Ziegelsteine raus. 16 Ziegelsteine kriegen wir 8. Ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt. Schwarzeichensetzen kommt da erstmal rein. So.
Haben wir hier nochmal 16 Ziegel. Jetzt auch nochmal so. Fupp, 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 fupp. Jetzt haben wir nochmal 8 Ziegel. Kommen wir auf 12. Mal gucken. Ach, wie süß. Wir haben ja einen kleinen Zuschauer. Was denn? Oh, die Miete gerade so schön umgefallen. Jetzt wird niedlich gemacht. Also wenn das Haus von außen dicht ist, mache ich 3 Kreuze, weißt du das? Wow. Ich bin eine Hoppala gemacht. So, haben wir jetzt hier auch gemacht, ne? Einmal komplett hier am Rand hoch. Und jetzt halt nicht ganz knuffig. Ja, ist so putzelig. Und gehen dann noch so putzig. Ist niedlich, ne? Ja, das ist noch mehr wie niedlich. Das ist auch so kurz und knuffig hier. Und tut dir keiner. Du musst keine Angst haben. Ist voll putziger. So. So, jetzt habe ich noch 3. Noch 3 Ziegelsteine haben wir jetzt noch. 1, 2. Okay. Jetzt fehlen mir ja trotzdem noch mal 2 Ziegelsteine. 2 Ziegeltreppen, Ziegelsteintreppen. 2 Stück fehlen mir noch. Aber gut, die müssen wir aus dem, was wir jetzt noch haben, rauskriegen. Und dann ist das Dach von außen soweit dicht. Ich hoffe es für dich, ne? Dann können wir die Innenarchitektur machen. Schon wieder alle? Müsste man mal neu. Einmal ist immer neu brennen. Ich finde unser Häuslein richtig schön. Na klar. Ganz oben ist ein Dachboden, ne? Ja. So, das da nochmal rein und das da nochmal rein. Der Generator läuft gut. Wenn das arbeitet, kann Kannst ich... Kannst du mir mal zeigen, wo der Dachboden hinkommen soll? Dann mache ich daraus einen Dachboden. Ja, oben will ich nochmal ein paar Räume machen, wo man was abstellen kann oder sowas. Das soll nicht nur Dachboden werden, weißt du? Das Badezimmer gefällt mir. Ja. Ey, cool, dann kann die auch los. Ja klar, habe ich ja letztens auch schon gemacht. Kann ich auch im Bad sitzen? Ja, geht auch. Ey, das ich nehme jetzt erstmal ein Bad. Wird ja auch mal Zeit, ne? Komm doch. Ja, das Badezimmer ist ein bisschen ausbaufähig hier. So ein Bild hier an die Wand. So, halt, ich brauche jetzt meine Treppen. Ja, warum setzt er wieder verkehrt rum hin, der Blödmann? Genau, roter Teppich muss ich sehen, oder ein hellgrüner Teppich. Musst du schauen. So. Funktioniert doch bestens. Ohne Unterfallen. Was sagst du denn dazu? Ja, so cool. Sieht das aus? Super, gefällt mir. So hat das doch was. Ja, dann haben wir die Hütte von
außen fertig. Ist das nicht toll? Wow. Irgendwo ging man doch hier doch auf den... Da. Da brauchen wir eigentlich, genau. Das war ja hier. Noch 40 von den Brettern müsste eigentlich reichen, ne? Wow. Hier runterfalle, ist das nicht so gut. Nee, dann brauchst du keinen Briefträger mehr, ne? Super. Super. Sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. So, ab wieder ins Schlafzimmer rein. Boah, so. Hier hatte ich gemacht gehabt, ne? Da hatte ich. Super, ja. Sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir ungemein. Da lacht das Pferd. Und hier habe ich auch gemacht, ne? Genau, super. Finde ich gut. Gut, dann kann ich das Holz jetzt wegbringen. Das brauche ich nicht mehr. Ich guck mal, was wir für Lampen haben. Dann kannst du das Wohnzimmer einrichten oben, okay? Ja, gerne. So, das kommt erstmal rein. Das brauche ich auch nicht mehr. Warum packe ich denn das Zeug da nicht rein? Sägemehl 31. Warum Sägemehl 31? Sägemehl 31 hier voll? Ach, Sägemehl ist voll. Okay, das ist aber doof. Muss ich eine Erweiterung bauen? Ich muss die erste Erweiterung bauen. Weil das Sägemehl nämlich voll ist. Na super. Das ist ja schlecht. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was man aus Sägemehl machen kann. Kann man aus irgendetwas machen? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Sägemehl. Das ist das. Im Pulverizer. Okay. Sägewerk kommt das. Komprimiertes Sägemehl. Das kann man komprimieren. Was macht man damit? Kompaktor? Wenn ich das jetzt da reinpacke. Geht gar nicht, kann ich gar nicht. Okay. Dann muss ich eine Erweiterung bauen. Wie geht jetzt ein Schubladen-Upgrade? Habe ich eigentlich gar keine Lust zu gehabt. Mache ich gleich. Ich mache jetzt erstmal oben alles dicht. Mit 12 kriege ich... Oh, reicht noch nicht. 4. Ich hüpfe immer hier so dermaßen hier rum. Gefällt dir unsere Werkstatt so? Ja. Sehr gut. Das wollte ich auch nochmal hören. So. Ich mache jetzt oben die letzte Ecke vom Dach zu. Dann haben wir das auch geschafft. In der, keine Ahnung... Unser Zuhause ist immer noch nicht komplett fertig. Ja, nun, sie sind vorbei, ne? Mhm.
So, die Hütte ist zu. Jetzt muss ich hier irgendwo runterspringen, wo es nicht so weh tut. Ja. Habe ich so eben getan. Hier später den Weg weiterbauen. Das ist auch kein Problem. Das sieht doch alles klasse aus. Oh, das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir. Doch klasse. Du hattest erst Gedanken. Ja, es ist aber nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gut, ist egal. Ich finde es schön geworden. So, dann gucken wir gleich mal wegen den Lampen. So, die habe ich noch nicht drin, die Ziegelsteintreppen. Die packen wir da gleich mal rein. So, jetzt müssen wir ein Schubladen-Upgrade bauen. Mal gucken. Upgrade. Mit Eisen. Ich brauche so eine Upgrade-Schablone. Stöcker. Eine Upgrade-Schablone mache ich mit dem Schubfach. Oder haben wir noch welche? Upgrade-Schablonen. Haben wir noch eine. Gut. Brauche 6 Stöcker. Haben wir nicht. Wir brauchen 2 Eisen. Wir brauchen 2 Eisen. Haben wir. Und jetzt brauchen wir Stöcker. Ja, er wollte eins haben mit sag mal, mit viel mit einem großen Fenster. Meine Güte, war es gerade schwer. So, 13. Den packen wir hier wieder rein. Den brauchen wir hier, Schwarzeichenholz. Jetzt haben wir viel zu viel Schwarzeichenholz, aber ist egal. So, jetzt haben wir ein Speicher-Upgrade. Das schmeißen wir jetzt hier drauf. Süß, das Apfelbäumchen. Und jetzt können wir das Sägemehl da wieder reinschmeißen. So, sehr schön. Ach, auch noch geschafft. Sehr schön. So, jetzt habe ich noch ein bisschen gelben Beton. Und ich brauche Schwarzeichenholz. Haben wir nicht. Ich habe alles zu Brettern gemacht, habe ich, Idiot. Oh, nee. Na gut, okay. Kriegen wir hin. Das ist nicht weiter wild. Achso, Lampen. Wollen wir jetzt Kerzenlampen haben oder irgendwas anderes an Lampen haben? Kerzenlampen, schöner. Okay. So, dann gehe ich jetzt nach hier oben hoch. So, wenn du willst, kannst du oben jetzt das unser Wohnzimmer einrichten, wenn du möchtest. Wie ist denn das Wohnzimmer, mein Schatz? Neben dem Schlafzimmer. Pack die Lampe hier rein. Neben dem Schlafzimmer. Ich bin jetzt gerade im Schlafzimmer drin. Hier ist dann noch ein großes Bücherregal. Du sollst oben schon mal irgendwo hinstellen. Das kannst du schon mal irgendwo hinstellen. Ich bin jetzt hier bei unserem Schlafzimmer. Wo ist hier das Wohnzimmer? Da. Ach, hier, weil ich kann das hier, ja. Gib mir mal das Bücherregal. Ja, warte. Da. Hinter dir. Hast du es? Ja. Gut. Wir gehen noch kurz nach oben hoch. Ein bisschen Schwarzeichenholz nochmal holen. Hier ist alles dicht. Dass man hier nochmal abteilt vielleicht. Hier hinten nochmal so einen großen Raum macht, oder? Oder findest du das nicht? Klar, ich frag ja auch nur. Und die nehmen wir mal raus. Da hinten reinbauen, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Der Rest, der bleibt hier so an Räumlichkeiten. Machen wir so. Genau. Super. Das ist da auch getrennt. Den Rest machen wir oben drüber dann dicht. Denke ich mal. Jo.
ein bisschen Licht machen. Jetzt sieht das Ganze doch so schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. So, dann mache ich weiter oben mit dem Dachboden nochmal alles fertig. Haben wir jetzt mal zwei Türen. Haben wir. Den Beton brauche ich erstmal, den packe ich mal wieder rein. Brauche ich nicht. Zwei von denen erstmal. Das Zuhause ist wieder viel zu groß geworden, weißt du das? Aber ist egal. Das pfeift dir aber ganz gut. Ach, das ist jetzt dunkel, ist egal. Das muss ja nicht gleich sein. So, hier haben wir eine große Festhalle notfalls. Hier noch so machen, trennen wir das auch noch mal ab. Das bleibt erstmal so. Kann ich sagen, dass draußen schon wieder scheiß Wetter ist? Ja. So, so mal schnell. Ein bisschen Schwarzeichenholz gefarmt. Zumachen. Nach oben gehen. Ja. Das wollte ich natürlich nicht. Ist ja klar. So, dann bringen wir das wieder nach unten runter. Ich finde das richtig schön so leicht verwinkelt, weißt du das? Ich auch. Oh, ich bin besoffen, laufe über gerade überall gegen. Ja, das ist aber schlecht. Ja, gibt Schlimmeres. So, Schwarzeichenholz rein da. Eins. Und jetzt nochmal eine Birkenholztür. Toll. Gibt keine mehr. So. Dann auf nach oben wieder. Dass man Sofa hier hin. Mach das. Du machst das schon. Ne? Vollstes Vertrauen. Meinst du, schob hier dein Händchen? Hm, soll mal hier provisorisch einmal Licht anmachen, mit hier nichts hier sonst wohin spawnt. Das können wir ja partout nicht hier brauchen. Halt, nee, hier. Nein. Hier geht's nunter. Schon hier aus. Hier, dachte, was ist das oben? Oben ja, ist das Wohnzimmer. Ja, aber hier muss ich auch ein bisschen. Das ist ja ein bisschen Katakomben. Ja, sieht gut aus. Wie viele Eichenbretter haben wir denn? Zwei Stacks. Einundzwanzig. Daraus machen wir jetzt erstmal so einen Boden. Und gucken mal, was wir damit machen können.
Das wollte mich hier gerade nicht durchlassen. So. Hier ist abgegrenzt, das ist gut. Da müssen wir das mal überall jetzt erstmal genau. Ach, sieht das doch schön aus. Dann machen wir den Leiter dann nach oben hoch, glaube ich. Das sieht ganz gut aus. Ja, Schoki? Schoki weiß zwar nicht, was ich meine, aber passt schon. Oh, ja, ja. Was heißt das denn? Ich denke das schon wieder. Ich bin nicht mal angefangen. Oh, die Kreissäge arbeitet gut. Ein Stack mitnehmen. Dauert mal 40 Stufen. Dann können wir dann nochmal so ein Stack mitnehmen. Also die Kreissäge ist genial, die schafft richtig was. Weißt du das? Jetzt habe ich 64. Kommt er wieder rein? So, auf geht's. Dachboden verkleiden. Jetzt haben wir die ganzen Dächer voll. Jetzt brauchen wir erstmal nicht mehr ganz so viel Ton. Irgendwann werden wir nochmal welchen brauchen, aber erstmal brauchen wir keinen. Ach, bin ich schon bis da ganz oben schon hoch? Was soll ich sagen? Ach, hier fehlt noch ein Holzbalken dazwischen. Ist ja doof. Das ist ja doof. Jetzt müsste mir jetzt mal irgendwo mal so eine Leiter bauen, damit ich hier mal hochkomme. Irgendwie mal. Leiterbau war wieder mit Stöckern, ne? Ja. Oh, ist gleich vorbei unsere Zeit schon wieder, Schoki. Ich würde aber gerne das Holz, was ich noch habe, nochmal schnell verbauen, weißt du? Geht doch schnell. Ja, das geht doch schnell. Lass mal hier überlegen. Ja. Dann eine Leiter, Gott. Wie ging jetzt nochmal eine Leiter? Gibt doch eine Steinleiter von Tinkers, cool. 3 Stück. Nochmal 3 Stück, super. Okay, das schaffe ich jetzt erst. Das schafft wieder ein bisschen was. Ja. Jedenfalls das Ziel ist erreicht, das Dach ist drauf. Das haben wir endlich geschafft. Endlich ein Dach, ne? Hat ja auch ganz schön lange gedauert, ne? Ja. So, wo baue ich jetzt die Leiter jetzt hoch? Da, wo dann wenigstens stört, glaube ich, ne? Jetzt habe ich nur das. Wo bauen wir die hoch?
Müssen wir eigentlich hier hochbauen, oder? Können wir da so hoch? Da kommen wir so gar nicht hoch, das ist ja doof. Das heißt, ich muss sie ganz woanders hochbauen. Jetzt habe ich gleich ein Problem, aber gut, okay. Das kriegen wir aber hin. Dann machen wir... Ja, wo machen wir es denn mal? Wo machen wir jetzt den Aufgang? Damit er uns hier nicht stört. Hier ist eine gute Ecke. Das wäre hier optimal dafür. Hier kommen wir hoch. Genau. Hier laufen wir noch rum. Ein paar Eichenhölzer machen. Die nehme ich hier so wieder raus. Brauche ich so. Die nehme ich hier auch wieder so raus. Und dort wieder so. So, jetzt bin ich hier oben. Okay, jetzt Dachausbau, ne? Ja, super. Ich brauche dich gar nicht, ich bin ja schon hier oben, wie verrückt, ist so schön. Gut, da muss ich dann mit Erde wieder arbeiten. Toll, das geht schon wieder nicht. Ich muss erst unten setzen, sonst haut das nicht hin. Weißt du? Yes, das war hier noch anders. Hier den Boden wieder raus. Habe ich gelben Beton noch? Mist. Ah, ich brauche nochmal gelben Beton. Aber unten im Lager. Ich sag heute mal hier fertig bauen, weißt du? Ja. Hier geht's runter, hier geht's runter. Oh, toll. Warum benutze ich eigentlich nicht die Leiter? Das weiß ich nicht. Das musst du selber benutzen, wenn du die nicht benutzt. Weil ich runtergeplumpst bin, da. Eine Mülltonne könnte man von zu Hause noch packen, ne? So, jetzt haben wir das erstmal. Verbaue ich diese hier nochmal schnell.
Ist das alles hier fertig? Dann muss ich gleich mir nochmal den gelben Beton nochmal schnell holen. Dass alles hier zumachen kann, weißt du? Ja. Da ist auch zu. Wo ist nochmal so Blödsinn, ist das zuzumachen hier oben drüber. Weil so ein kleiner Boden, da kann man irgendwas draufpacken. Denke ich mir mal. Könnte ja ganz witzig sein, ne? Boah. Ja, brauchen wir noch ein bisschen was davon? Ach nee, der muss natürlich für eins hinsetzen, war ja wieder klar. So geht der denn nicht? Ist der nochmal kurz weg? Kannst du nochmal so? Ich gleich mal ganz schnell noch mal jetzt hat's geklappt ohne runterfallen, sagst du dazu? Okay, Schoki ist nicht begeistert. Wieso? Ich überlege gerade. Was überlegst du denn? Ich suche hier gerade was und überlege, wie ich gestalten kann. Achso. Ich bin gleich fertig. 2-3 Minuten bin ich fertig. Dann können wir Tschüssikowski sagen, wenn du möchtest. Ja, können wir machen. Ich will nur kurz ein bisschen gelben Beton holen. Aber eine längere Folge. Die Schlussfolge. Und es regnet. Oh, toll. Ah, Wohnzimmer. Oh, mit. Hui, schön. Ach, bist du schon hoch? So, und die müssen wir wieder wegnehmen. Weil die brauchen wir nicht. Ich sagte, die brauchen wir nicht. Ist hier nicht jetzt zugebaut. Hier wollen wir immer nichts bohren. Erstmal Lampen setzen. Das ist, ganz gut, ne? Dann bräuchten wir da noch so ein bisschen was. Aber auch nicht mehr die Welt. Ja, machen wir beim nächsten Mal fertig, sonst wird es zu lang, ne? Okay, dann komme ich jetzt nach unten runter. Dann können wir auch wieder Tschüss sagen, würde ich sagen, ne? Ja. Ich finde es ja, wie ich da schon angefangen habe in dem Boden. Ist doch schön. Das ist noch nicht fertig. So, ich bin jetzt hier. Ich bin da. Mal gucken, wo Schoki bleibt. Da kommt sie. Da kommt sie angaloppiert. Können wir sonst noch hier wieder weitermachen? Können wir gerne machen. Ich habe ein bisschen voller gemacht. Ja, schön. So, Freunde, wir haben heute eine ganze Menge wieder geschafft. Der Schmersch war da, der Kummer, ein ganz neuer war mit dabei. Der Schäfer 2002. Grüße dich. Ja, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es großen Spaß gemacht mit euch. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.